Die Reporters sind eine ungewöhnliche Rap-Gruppe. Sie kommen nicht aus einer der Szene-Hochburgen Hamburg oder Berlin. Und statt nur über soziale Missstände zu rappen, tun sie etwas dagegen. Einige von ihnen arbeiten mit benachteiligten oder behinderten Kindern. Mit ihrem neuen Album Unterwert unterstützen sie sogar SOS Kinderdörfer. Wer ihren neuesten Track Reporters Family hört, könnte meinen, die Jungs kämen aus Berlin-Kreuzberg. Dabei stammen die Reporters eher aus der Provinz, nämlich aus Göttingen und Kassel. Und sie unterscheiden sich auch in anderer Hinsicht von ihren Kollegen aus den Rap-Metropolen, denn sie sind sozial engagiert. Für jedes verkaufte Album geht 1 Euro an SOS-Kinderdörfer. Ja, wir hatten einfach die Idee, halt wirklich mal was für benachteiligte Kids zu tun, anstatt immer nur drüber zu rappen, wie schlecht die es alle haben. Ich leite ein Tonstudio in Kassels Nordstadt, das ist halt eine recht heftige Gegend für Jugendliche, dass die da halt ein bisschen was anderes machen abends, anstatt auf irgendwelche blöden Gedanken zu kommen. So, da haben wir jetzt auch eine CD mit denen produziert, da sind die sehr froh drüber, dass sie da die Möglichkeit haben. In ihrem letzten Video Gangster Gangster nahmen sie Rapper wie Sido auf die Schippe. Der aktuelle Clip ist dagegen ernster ausgefallen, aber übertrieben ernst nehmen sie sich nicht. Über witzige Pannen beim Videodreh können sie lachen. Dem Mann geht es soweit gut. Ich glaube, er rappt jetzt eine Tonlage höher. Und er hat jetzt panische Angst vor Kellerlöchern. Im fertigen Video sehen die Jungs aber wieder so hart aus wie die Kollegen aus Berlin-Kreuzberg. Ja, und damit Ihnen einen schönen Abend.